Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Darkiller und weiter geht's direkt mit Fortnite. Aktuelle Quest, Dreieck des Kreises. Gut, in dieser Quest müssen wir eine Aufgabe über plus 15 erfüllen, sprich platziere die Scanner in einer 15 plus Zone, 5 Stück davon. Dafür gehen wir auch direkt auf die Karte und starten die Mission. So. Oder jetzt gerade nicht. Nochmal. Die Karte, legen los. Auswahl. Okay, das könnte etwas Schnellspiel angespannt. Gehen wir mal zurück. Genau, da hätten wir eine plus 19er Zone. Legen dann los. Epischer Miniboss. Ich hoffe, es ist wirklich nicht so schwer für uns, weil wir sind mit 15 Stärke. Aber wenn jetzt keiner zu Hilfe zusätzlich dazukommt, könnte es wirklich etwas knapp werden. Aber das schaffen wir natürlich. Scanner platzieren, 5 Stück. Machen wir. Zentrale. Oh, der erste ist schon da. Gut, dann warten wir auf dem Lobby, bis der Lobby voll ist, dann legen wir auch direkt los. Ja, kommt noch einer dazu. Wenn nicht, dann legen wir zu zweit los. Okay, wie es aussieht, kommt jetzt noch keiner mehr. Ja, starten wir vielleicht, stoßt noch einer dazu. Gut, meine Freunde, falls euch das Ganze interessiert, abonniert den Kanal Darkiller, weil es kommen sehr viele Videos. Also nicht nur zu Fortnite, sondern mein zweiter Projekt aktuell ist One Piece Worldseeker. Und ab Mitte Mai kommt wirklich ein komplett neues Spiel nochmal auf euch zu. Also One Piece wird wahrscheinlich bis Mitte Mai fertig sein. Fortnite wird noch länger laufen. Also falls euch Fortnite interessiert, abonniert den Kanal. Und nicht nur Fortnite, wie gesagt, sondern andere Spiele erwarten auch noch. Und einmal im Monat kommt auf meinen Kanal auch noch Videos dazu, welche neuen Spiele in dem jeweiligen Monat oder in dem Fall in dem nächsten Monat erscheinen. Also es ist immer was auf diesem Kanal, was euch interessieren könnte, falls ihr selber auch verrückt nach Games seid. Halte dich für gut. Eine wichtige Wetterwarnung bereit. Hier, wie es aussieht, bin ich doch alleine jetzt. Alleine könnte das schon etwas schwierig sein. Was haben wir da? Ich höre gerade da oben eine Schatzkiste. Das hat mich erwischt, Ray. So richtig erwischt. Ich bin verliebt. Wer ist es? Gut, ich suche gleich nach der Schatzkiste, aber A5B, die Identität der Person oder Personen auch nur anzudeuten. Personen? Möchtest du eine PowerPoint-Präsentation? Warum nicht? Ich frage, ob ich jetzt nicht wirklich die Quest jetzt neu anfange, weil es könnte richtig heftig sein. Oh, Muni. Es könnte richtig heftig sein, alleine die Aufgabe erfüllen zu müssen. Lars steht in Bereitschaft, um Sturmdaten zu sammeln, Kommandant. Starten wir den Bus. Mach ihn nochmal voll, wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue Glow ein, das du findest. Da ist doch noch einer da. Fangen wir an. Gut, dann sind wir doch zu zweit. Und aber ich suche immer noch nach der Schatzkiste, weil ich höre es. So was hört man und riecht man einfach. Ich höre die Kiste. Jawohl, geht doch. Wusste doch, dass da eine Schatzkiste ist. So, Zombies kommen auch schon. Blue Glow nehme ich natürlich mit. Wir müssen ja mehrere Blue Glows sammeln. Ja, super, der schon wieder. Weg mit dir. Komm schon, komm schon. Der ist schon etwas lästig, aber dafür gibt es dann, glaube ich, so zwei oder drei Blue Glows auf einmal. Deswegen den einfach ausschalten. Auch wenn es etwas lästig ist, aber dafür werdet ihr, glaube ich, mit einem Geschenkpaket und Blue Glow belohnt. Jawohl.
In dem Fall 2 Blue Glows. Oh. Hey, das haben wir schon was. Hallo. Okay, ist doch noch einer dazu beigetreten. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal auf der Karte nach. Ich erhalte ein schwaches Signal von seinem Sendehelm. Das sollte bei der Triangulation seiner Position helfen. Durchhalten, Pop. Wir kommen. Oh, da oben. Sind das die Scanner? Jawohl. Erster Scanner platziert, meine Freunde. Jetzt suchen wir die nächsten 4. Das sehe ich doch auch, das Symbol. Also, Ausrufezeichen. Okay, das ist das Spielautomat. Das ist eine tägliche Aufgabe, Spielautomat zerstören. Und in dem Fall Scanner platzieren, ist die Hauptaufgabe von uns. Okay, scheint aber jetzt nichts da zu sein. Dann gehe ich weiter, bevor die anderen 3 in dem Fall die Mission anfangen, suche ich mal die nächsten Scanner. Ich hoffe nur, dass wir wirklich alle 5 Scanner in einem Spiel auch finden können. Weil teilweise sind es wirklich dann aufgeteilt, man müsste die Mission so 2-3 Mal erfüllen, dass man die ganze Aufgabe abschließen kann. Aber das werden wir gleich herausfinden. Oh, wer hätte gedacht, dass ganz unten im Keller eine Schatzkiste versteckt ist? Wer sucht dann nach einer Schatzkiste? Ich glaube, die mögen uns eher nicht. Wow, wow, heilen. Eine Waffe wechseln. Wow. Das war jetzt richtig knapp. Ich habe den wirklich da jetzt im Keller nicht erwartet. Und ich werde natürlich die Aufgabe viel mit dem Scharfschützengewehr gegen auszuschalten. Und natürlich, bis es nachladet, dauert es halt. So, rauf da. Vielleicht ist da oben noch was. Also ich muss mich jetzt nur etwas beeilen. Blueglow nehme ich natürlich noch mit. Und zwar wegen unseren Scanner, weil 5 Stück brauchen wir. Ich glaube, da hinten ist einer. Schnell rüber. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Gibt's nicht, wir sind einzigartig. Auf jeden Fall in Plankerton. Er ist ein sehr kleiner Roboter. Ihm wird es schon gut gehen. Hoffentlich. Ja, das hoffen wir auch, dass ihm gut gehen wird. Sonst sind wir da. Als Verstärkung. Natürlich, sobald wir unsere Scanner fertig platziert haben. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ein guter Freund sein und so, 2 Scanner noch. Aber nein, ich habe mich von all den Pieparten abschrecken lassen und die Beugung des Klapperns ist ein Albtraum. Und ich ein einziger, mich, meine Freunde, ein einziger noch. Es könnte sich alles noch in dieser Mission ausgehen. Wunderschön. Tut mir leid, Pop. So, jetzt werden die Freunde unterstützt. Durch Saft fängst du Feuer. Ja, auf den habe ich jetzt keine Zeit. Auf den habe ich keine Zeit und auch keinen Bock jetzt. Wir müssen da weitermachen. Ja, stimmt, ich muss mein Scharfschützengewehr verwenden. So, schnell die Granaten platzieren. Ja, schön da in der Mitte rein. Wir haben einen Bonus im Spiel. Nur noch eine. Ja, es ist... Die Aufgabe ist auch lästig mit dem Scharfschützengewehr. So, kommt der Fettsack noch. Du kommst auch noch mit. Ich bin froh, so, weil ich die Mission hinter mir habe. Also die tägliche Aufgabe in dem Fall mit dem Scharfschützengewehr Gegner auszuschalten.
Das ist ja richtig lästig teilweise. Rein da. So, Jungs, weg mit euch. Ihr genauso. Wir haben eine Quest zu erfüllen. Weg mit euch, du genauso. Jawohl, komm schon. Wart auf mich, wart. Jawohl. Hey, Fettsack. Genau, liegen bleiben. Das ist die beste Option. Wen willst du da angreifen? Wen greifst du da an? Verschätz dich nicht, mein Freund. Verschätz dich nicht. Schön in den Rücken rein. So, ich glaube, das war's. Ob die ganze Quest jetzt fertig bin, bin ich mir dann nicht ganz so sicher. Mal schauen. Bonus-Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Habe ich. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Mache ich natürlich. Um, wenn du bereit bist. So, ich habe genug Blue Glow. Haben die da irgendwo einen Eingang aufgebaut oder? Machen wir uns unseren eigenen Eingang. So. Verteidige den Bus. Machen wir. 3 Minuten 50. Sollte kein Problem sein. Ein Überlebender. Wenn der da schon so rumschreit. Nehme ich ihn gleich noch mit, wenn ich finde. Im Haus, sicher im Haus drinnen irgendwo verschanzt. Da ist sie nicht. Rauf da. Okay, ich glaube da hinten jetzt richtig zu. Muss zu meinen Kameraden. Die kann sicher weiter überleben. Komm schon. Ich glaube, da geht's gerade so richtig zu. So, verteidigen, schnell aufbauen. Vielleicht noch ein paar Fallen. Ja, jetzt haben wir keine Zeit für Hilfe. Granaten platzieren. Heilen. Der Fette da, der macht gerade viel Schaden. Weg mit dir. Weg mit euch. Komm schon. Ja, es kommt davon, wenn sie wirklich da so dünne Holzwand aufbauen. Gut, wir müssen Muni herstellen. Komm schon. Ja, da ist die Wand auch zerstört. Super. Komm schon. Da hinten? Ja, da auch. Keine Zeit für Hilfe. Wir müssen unsere Basis beschützen. Rein da. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Mission wirklich so heftig sein wird. Es ist wirklich teilweise viel zu viel auf einmal. Kann wohl auch daran liegen, dass wir gerade irgendwie zu zweit kämpfen. Ich weiß nicht, was die anderen da machen.
mal schön drauf achten, dass da keiner reinkommt. Alle Seiten abdecken. Ja, ja, als ob du da reinkommst, weg mit dir. Ja, wir haben schon über 200 Gegner mit einem Scharfschützengewehr ausgeschaltet. Ja, das halten wir durch. Die 30 Sekunden halten wir auch easy durch. Hört auf, da so eine Metallwand aufzubauen. Das haltet ja nichts aus. Ja, den Fetten natürlich mitnehmen. Jawohl. Haben wir sonst noch etwas, was gestartet werden muss? Ich habe einen Lauf. Geht doch. Wie es aussieht, haben wir alle so ziemlich gleich viele Punkte, okay? Ja, im Kampf. Die anderen haben nicht so viel gemacht. Der war am stärksten. So, mal schauen, was wir in Kisten bekommen. Level 57. So, meine Freunde, jetzt machen wir die Kiste schon in Ruhe auf. Schauen wir, was drinnen ist. Und schauen auch, ob die Quest schon erfüllt ist und was die nächste ist, was auf uns zukommen wird. Level 3 in dem Fall. Anhänger. Okay, nächster. Überlebender. Also überlebende EP. Helden-EP. Und Goldbarren. Mit Goldbarren könnte ich langsam mal nachschauen, ob wir was Neues kaufen können. Oh, eine legendäre Nahkampfwaffe. Aber ich glaube, die gleiche haben wir bereits. Die gleiche haben wir bereits selber. Seltene Skizzen. Gut, einfach alles mitnehmen. Niemals. Kannst du vergessen. Okay. Und wenn du falsch liegst, geht's total den Bach runter. Niemals. Genau. Kleiner Roboter erinnert mich an den Roboter von Borderlands. Claptrap. So, meine Freunde, die Quest ist erfüllt. Wir müssen unser Sturmschild auf Stufe 6 im Heimatbasis aufrüsten. Das ist dann die nächste Quest, was wir auch im nächsten Video dann direkt machen. Und dafür gibt es dann wieder 100 V-Bucks, was ich gerne annehme. Und wie es aussieht, sind es dann nur noch insgesamt 3 Aufgaben, was wir machen müssen. Dann sind wir mit Steinwald auch fertig. Und mal schauen, ob wir... Okay, da ist noch das Frühlingsevent. Ich glaube, da ist unser nächstes Gebiet. Und irgendwo ist was freigeschaltet. Ja, Plankton, genau. Bis 46. Ich glaube, das ist unser nächstes Gebiet, was dann freigeschaltet wird, sobald wir mit Steinwald fertig sind. Und das sind wir bald. Gut, habe ich was vergessen? Item Shop. Mal schauen, was wir da haben. Schau dir das Lama ganz genau an. Beute. Wir könnten uns ein Lama holen. Das machen wir direkt. Sei leise. Unrechtmäßiger Gewinn. Oh. Epische Verteidiger. Epische Skizze. Wunderschön. Wunderschön. Gut, mal schauen, was wir an Gegenständen 2165 Goldbarren haben wir.
Was können wir uns dazu legen? Mal schauen. Eventgegenstände, Skizze. Skizzen, okay. Überlebender, episch. Wir haben bereits einen Helden, ob ich jetzt wirklich noch einen Helden kaufe, ist eine andere Frage. Ich glaube, wir sammeln Skizze, zwei übrig. Ich glaube, die Skizze haben wir auch schon. Wir könnten einen legendären Überlebenden kaufen. Aber ich glaube, ich sammle noch etwas. Es kann sein, dass bald dann wieder neue Gegenstände dabei sind, was interessanter wäre für uns. Dann belasse ich es dabei und schaue es dann vielleicht im nächsten Video oder die nächsten Male, sobald wir mehr Goldbarren haben, was da Interessantes zu holen gibt. So, nochmal in die Karte rein. Also, Nebenaufgaben nachschauen. Sturmschild auf Level 6 verteidigen, gut. Herausforderungen, alles klar, tägliche Aufgaben. Und genau, da haben wir bald die 300, dann gibt es wieder 50 V-Bucks. Genau, Spielautomaten haben wir auch schon einige zerstört, also eins in dem Fall. Und 5 benötigen wir. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Video auch direkt mit der nächsten Quest weiter und verstärken unsere Heimatbasis. Genau, Forschungspunkte mal kurz mitnehmen. Stufe 5 sind wir und Stufe 6 können wir nächstes Mal dann aufrüsten. So, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.